Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es einen kleinen Vlog von uns, wie unser Alltag so aussieht mit zwei Kindern. Ich bin gerade aufgestanden, Elana ist auch schon wach. Guten Morgen, Elana. Morgen. Guten Morgen, ja. Wir machen uns jetzt gemeinsam fertig und dann bringe ich Elana in die Kita. Boah, meine Haare ist auch noch total wüst und Augenringe. Einmal bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, was gegen Augenringe gut ist. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Seven ist nämlich gerade noch Ilja am Stillen und die kommt dann gleich mit dazu. Maybe it's cause we are. Got time and we're wasted. Got no plans for the night. I love how you look at me. Feeling low, nothing to lose. Wir sind jetzt fertig mit Zähneputzen und Gesicht waschen. Jetzt schauen wir mal, was Elana heute für die Kita anzieht. Normalerweise hilft mir Elana immer dabei, aber irgendwie liegt sie da noch ein bisschen im Bettchen. Elana? Hallo? Ja, hallo. Willst du Papa helfen, Sachen rauszusuchen für die Kita? Ich ziehe sie eigentlich immer eher so einen Jogginghosen-Style an. Ich glaube, wenn Seven sie anziehen würde, würde sie eher so ein Mädchenkleid rumlaufen. So, welche Hose möchtest du denn anziehen, mein Schatz? Die Pünktchenhose? Nein. Okay. Ja. Ja, dann gib her. Eine musst du mir geben. Was? Die mit den Sternen? Okay. Sollen wir gucken, ob der Sternpulli auch dazu ist? Ah, guck mal, da ist auch der Sternpulli. Dann können wir beides anziehen. Dann zieh sie jetzt mal an und dann machen wir Frühstück zusammen noch und essen noch ein bisschen was. So, meine Lieben, meine Ehegattin ist jetzt auch da. Sie hat es auch geschafft. Sie hat sich extra noch ein bisschen hübsch gemacht, also nicht erschrecken. Tada! Das ist immer morgens früh. Das Erste, was ich mache, meine Augenpads. Erschrecken! Nein, nein. Ja, Mama will auch ein Babybell. Wo ist denn Mamas Babybell? Weggegangen. Weggegangen? Ja. Ist einfach aufgestanden und weggegangen. Och, Ili! Eli Willi ist natürlich auch da, der liegt ja, da unten. Ja, der kleine Mann ist hier in seiner Babybjörn. Möchtest du mein Babybell haben? Danke. Mama. Ach, guck mal, wer ist denn da drauf? Eine Prinzessin. Mama, ja. Mama, oh. Süß. Sie ist doch keine Prinzessin. Nein, Mama. Ach so, ich kriege jetzt das hier. Das ist naja, ganz wichtig, Mama, auch morgens früh Kaffee. Mama, das ist immer so mein Lebensretter. Aufmachen. Und ich wollte sagen, Danny, das ist richtig gut hier mit den Augenpads. Ja? Ich hatte die ja in den Kühlschrank jetzt getan. Weil ich nehme mal diese Algendinger. Ich habe heute Morgen auch schon zu unserer Community gesagt, die sollen bitte mal in die Kommentare schauen, was gut gegen Augenringe ist, weil ich da die mega Todesaugenringe habe. Ja, das ist wirklich gut, dass du das gefragt hast. Mich würde das auch interessieren. Also ich finde das zum Beispiel schon mal gut, dass man die, wenn man die im Kühlschrank hat, es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr angenehm kühlend. So, wir essen jetzt noch einen kurzen Augenblick zusammen und dann muss ich aber auch schon hoppigaloppi los zur Kita. Nicht, dass ich zu spät komme, sonst gibt es nämlich Dudu. Dann machen wir uns alle noch hübsch und gehen noch ein bisschen in die Stadt ein paar Sachen erledigen und dann nehmen wir euch natürlich auch ein bisschen mit. Willst du Tschüss sagen nochmal? So, heute unbedingt nochmal Tschüss sagen. Tschüss, oh, bis später. Mama auch Tschüss, aber wir sehen uns doch gleich nochmal. Tschüss. Hallo, Baby. Hallo, Ilja, mein Schatzi. Ist Ilja Baby T-Rex? Ist Ilja Baby T-Rex? Hallo, Tati. Guten Morgen. Ja, ich sehe aus wie ein gerupftes Huhn. Wir haben jetzt auf jeden Fall zu Ende gefrühstückt und ja, für mich gibt es jetzt eine kleine Mama-Auszeit. Das gönne ich mir jeden Morgen so ein paar Minütchen für mich, dass ich mich einfach fertig mache. Und dazu gehört auf jeden Fall die Hautpflege. Und ich fange damit an, dass ich meine Haut komplett erstmal reinige. Das mache ich jeden Morgen und jeden Abend. Dafür nutze ich die Luna Mini 2, das ist eine elektrische Gesichtsreinigungsbürste. Die Bürste hatte ich euch bereits schon vorgestellt, die ist von Foreo und die benutze ich jetzt schon seit über einem Jahr und bin noch immer wirklich sehr, sehr zufrieden und kann sie auch nur weiterempfehlen. Ich benutze dieses Schaum hier von Hello Buddy. Ich trage das erstmal komplett einmal auf im Gesicht. Ja, das ist für mich auch immer so eine kleine Entspannung.
einfach mal vom Alltag abzuschalten. Und durch die Bürste hat sich mein Hautbild auch wirklich gebessert. Die Haut wird einfach extrem gereinigt und sauber gemacht, sage ich mal. Und mein Hautbild ist auch ebenmäßiger und viel, viel frischer nach der Anwendung. Und was ich auch richtig gut finde, hier kann man das ja einstellen. Das sind 8 verschiedene Intensitätsstufen und man kann es dann individuell für sich einstellen. Nach der Anwendung kann man die Bürste auch ganz normal mit Wasser abwaschen. Es besteht komplett aus Silikon und ist auch wasserdicht. Dann trage ich meine Gesichtscreme auf. Und ich merke auch, wenn ich die Creme auftrage, wie weich und glatt meine Haut ist durch die Bürste. Ganz, ganz wichtig. Augencreme, aber ich benutze ein Booster. Das ist nämlich hochkonzentriert und momentan brauche ich das definitiv. So, jetzt werde ich mich noch abduschen, dann muss ich mich schminken, mich anziehen und dann gehen wir auch schon, nee, wir gehen noch nicht in die Stadt. Ich muss nämlich noch ein wenig hier aufräumen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber sonst kann ich meinen Tag nicht richtig starten, wenn ich nicht ein wenig hier Ordnung gemacht habe. Und Staubsaugen ist immer ganz, ganz wichtig. Genau, und dann gehen wir aber in die Stadt. Hallo Donny. Hallo, Donny und der kleine Mann haben jetzt Kuschelzeit. Mutti wird jetzt hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Wäsche hast du auch hochgebracht, muss ich auch falten, aber das mache ich, glaube ich, später. Wir wollten ja in die Stadt, falls wir heute noch da ankommen. Unser Zeitmanagement ist einfach nur für ein A. A-Punkt. Ein bisschen kleiner. So, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Nach 3000. Nach 3000 Jahren. Illy Willy ist auch da, ist gefüttert, er ist ganz ruhig, guckt ihn euch an. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nicht in die City, sondern zum Center. Genau. Warum eigentlich? Weil? Weil Zeitmanagement bei uns echt für die Katze ist. Boah, das ist unmöglich. Die schaffen es nicht, die kriegen es nicht auf die Kette. Egal, ich probiere es morgen nochmal in die Stadt zu kommen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Center, da sind auch ein paar Sachen, die wir noch erledigen müssen. Ja, ich wollte ja für Elana eine Jacke und Strumpfhosen und sowas besorgen. Das kann man auch im Center machen. Ja, die Kinder kommen erstmal voran. So, wir sind jetzt im H&M. Mein Gott, wieso kann ich das nicht aussprechen? H&M. Wir sind jetzt im H&M angekommen. Wir müssen auf jeden Fall für Elana ein paar Sachen holen, da sie ja in die Kita jetzt geht und die Sachen sehr schnell dreckig werden, da die Kinder oft draußen sind und am Spielen und dann werden die Sachen sehr schnell dreckig und deswegen brauchen wir ständig Wechselklamotten. Da treibt's nicht, Servo, ne? Schlag zu! Ja, ich bin wieder in meinem Element. Wir suchen jetzt gerade nach einer Jacke für Elana, so eine Übergangsjacke. Wir sind jetzt in Family, aber irgendwie lässt sich nichts finden. Ne, voll komisch irgendwie. Ich glaube, wir sind wirklich zu spät dran. Überall sind nur noch so dicke Daunenjacken schon ja, da. Viel zu dicke Daunenjacken. Ich schwitze ja jetzt schon meiner Jeansjacke und mit dem Pulli. Aber wie ich Savvy kenne, sie findet bestimmt noch irgendwelche anderen Sachen. Ja, guck mal, wie süß diese Leggings bitte ist. Nee, ernst. Das ist keine Leggings, mein Schatz. Das ist eine Hose. Das ist eine Leggings. Die ist halt nur ein bisschen dicker. Die ist ey, Leute, das ist für mich eine Hose. Du bist richtig drin, ne? Im Slow hier. Gerade schon bei Haar und Arm und jetzt hier. Bei Haar und Arm. Haar und Arm. Arm. Leute, ich kann H&M nicht aussprechen richtig. Ich glaube, ich habe echt eine Sprachbehinderung oder weiß der Geier was. Ja, nimm mit. Aber ich gucke wegen der Größe. Willy Wonka schläft. Psst, mach kein Auge. Nein. Die Gang ist jetzt wieder komplett. Hallo, Humpi. Elana, Schatzi. Ja, wir haben jetzt Elana von der Kita abgeholt. Und laufen gerade nach Hause. Wir waren auch sehr erfolgreich mit dem Shoppen, oder besser gesagt ich. War wieder voll in meinem Shopping-Rausch. Aber die haben auch so verdammt süße Sachen für Kinder, wirklich. Und jetzt habe ich auch noch 2 Kinder.
und kann nach Jungs- und Mädchensachen schauen und das ist halt nicht so gut. Wir sind jetzt alle zu Hause angekommen und spielen noch ein bisschen zusammen auf Illy-Willys Kuscheldecke. Er liegt da neben Crazy Legs. Crazy Legs ist genauso groß wie Illy-Willy. Die Mutti ist auch am Start. Und Ilana, was auch immer sie gerade tut, keine Ahnung. Sie, das ist die Ilana. Hm, bei deiner Cake-Smash-Party. Ja. Süß, ne? Wie er nachguckt immer. Vielleicht blockiert ihn gerade Crazy Legs so ein bisschen. Da guckt er nur mehr nach links. Ilana, wo Kia? Crazy Legs. No. Kuschelt jetzt Ilana mit Illy. Jetzt schlafen. Gute Nacht, ihr beiden. Hey, Schatzi, wieso bist du am Nörgeln? Du bist doch bei deiner Schwester. Ach, Schatzi. Das ist doch deine Schwester, Mann, Schatzi. Die tut dir nichts. Schön vorsichtig, mein Schatz, ne? Guck mal, dieser Unterschied. Guckt euch mal das an. Ilana ist doch selber noch ein Baby. Guck mal, mal dein Rübenstück weg. Oh. Okay, jetzt muss ich beide so machen. Ilana, weißt du, was jetzt richtig schön wäre? Wenn ihr für eine halbe Stunde schlafen würdet. Und Mama und Baba sich vielleicht auch noch mal ein bisschen hinlegen könnten. Das wäre so toll. Ein Krokodil. Ein Krokodil. Das Krokodil. Das Barchik. Barchik, genau, mein Schatz. Mäh. Mäh, Barchik, tu dich, Barchik. Ilja wird auf jeden Fall gleich noch gebadet. Elantchen und Donny gehen jetzt noch ein bisschen spazieren. Mutti macht in der Zwischenzeit die Wäsche. Ja, Ilana und Danny sind jetzt draußen spazieren und müssen noch ein paar Sachen einkaufen. Ilja und ich sind daheim, mein Schatzi. Ja, Mutti muss jetzt erstmal hier Wäsche falten. Leute, ich sag's euch, es ist momentan so übel mit der Wäsche. Also gefühlt Minimum 1 bis 2 Maschinen pro Tag. Dieses Falten, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, aber ja, es muss ja halt gemacht werden. Deswegen mache ich das immer so zwischendrin, wenn ich wirklich mal so ein bisschen Luft habe. Und ich wollte euch noch unsere Ausbeute zeigen. Und zwar, genau, hatte ich jetzt noch Schlafanzüge für Ilana gekauft, und zwar bei Family. Die haben dort momentan wirklich ganz, ganz schöne Sachen. Dann habe ich noch dieses Set hier mitgenommen. Das hier ist von H&M für Ilana. Ja, Bodies haben wir gekauft. Kann man nie genug haben. Auch für den kleinen Mann nochmal. Genau, die 2 Hosen hatte ich auch noch für Ilana mitgenommen, weil ich die so süß fand. Die sind von Family. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, Strumpfhosen kann man auch nicht genug haben. Und das hier habe ich noch für den kleinen Mann mitgenommen. Ich fand das so knuffig hier mit Winnie Pooh. Und dann habe ich ihm das hier auch noch mitgenommen. Genau, ich mache mich jetzt hier an die Wäsche. Don't stop, turn off the lights. Nauseous when I wake up. Don't quit, I fell for you. Don't break, break it in two. Long time before I knew. So, ihr Lieben, wir haben jetzt schon Abend. Hallo! Wir essen jetzt gemeinsam zum Abendbrot. Ilja, der ist gerade am Schlafen, der schläft und ruht sich ein bisschen aus. Was hast du heute bekommen zu essen? Nudeln. Nudeln. Und was hast du noch bekommen? Ein Babybell. Ein Babybell. Genau, mein Schatz. So sieht unser Alltag zurzeit aus. Noch mit mir, wenn die Elternzeit natürlich endet und ich wieder arbeiten gehen muss, sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Aber dann kann Seven ja berichten, wie es dann so wird. Ich wupp das schon. So, sowieso. Wie alle Sachen. Und, genau. Sie macht alles nach. Wir wollten uns einfach nochmal von euch verabschieden und wir hoffen natürlich, dass unser Vlog euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ilana, tschüss.